Sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Tobok, mit dabei ist der Kuga und die Schlumpfine, die mir nicht als Freunde sind. Ach so, stimmt. Warte irgendwas mal. Stimmt ja da nicht, ne? So, jetzt geht's los. So. Jetzt aber. Genau, Ruhu ist nicht mit dabei diesmal. Schönen guten Tag. Es liegt aber daran, weil wir keinen hatten, der unser Freund sein wollte. Ja genau, das lag daran. Ja, wer ist da schuld dran? Ich natürlich, wer sonst? Richtig. Ach, danke. Und ist mal einer, der es gleich freiwillig zugibt, ne? Öl, ich brauche Öl, tonnenweise Öl. Öl. Oh, ich habe nicht so viel Öl, das ist schlecht. Mach mal, 9 Stück nur. Wir brauchen Öl ohne Ende. 38 Minuten. Alter Freund. Pass mal auf Öl, wie machen wir das noch gleich? Mit? Dosen und Benzin. Maybe. Ölschiefer und leere Dosen. Ohne den Ölschiefer. Oder so. Haben wir denn überhaupt noch leere Dosen? Ich muss mal gucken, was wir. Auch Ölschiefer haben wir reichlich. Guck mal einer an. Leere Dosen. Ich hoffe mal, da haben wir. Ich glaube, das ist unser Problem, oder? Hatte ich letztes Mal jede Menge gebaut, wenn die nicht schon wieder weg sind. 54 Stück. Ah, super. So. Öli. Dann machen wir 61 Stück. Na gut, ist nicht. Gar nicht viel, aber immer gut. Immerhin etwas. Wie viel Dosen braucht denn so ein Öl? Eine Dose. Und bei... Hattest du nicht was von 400 Dosen gesagt? Nee. Nee, habe ich nicht gesagt, nee. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Dosen du gebaut hattest. Also hier waren auf jeden Fall 54 oder irgendwas mit 60 war da drin. Ja, muss ja passen. Ah. Muss ja, ne? Okay, wie viel brauchst du denn dann noch zusätzlich? Ich brauche pro Stück, pro Gerät. Pro Gerät. Wo ist denn das Teil da? Die Klingenfalle. Ich brauche pro Klingenfalle brauche ich 15 Öl. Für einen so ein Teil. Ja. Und ich brauche bestimmt. Ich brauche noch. Also 9 Stück sind gerade im Laufen. Also ich. 20 brauche ich bestimmt noch mehr. Also 15 mal 20 sind 300. Ja, 300 Döschen. Dann kriegst du 300 Döschen. Das ist eine Aussage, mit der kann ich arbeiten. Großartig. Ja. So. Klappt doch. Und wie? So. Will das nicht. Warte mal, ich habe wieder so viel Mist und Dreck in der Tasche. Oh, guck mal, hier ist ja noch mehr Eisen. Da habe ich geschnitten. Warum ist meine Munition nicht aufgefüllt? Tja. Was habe ich denn jetzt hier? So, das dahin und das dahin. Wie sage ich gerade? Ich habe Hunger. Gottes Willen, ich bin hier fast am. So. Hunger? So ungefähr. Und ein bisschen trinken und dann ist alles wieder gut. Das Schlimmste ist, den ganzen Strom wieder umbauen. Oh, ich hasse das ja. Und ne. Was? Du bist durstig? Nein. Dann trinken wir doch mal eine Runde, wa? Mhm. So. Kann nicht schaden. Nee, was sagt ihr eigentlich zu dem Nevada-Ding? Ja, ziemlich dumm gelaufen und ich glaube, in der Masse wird falsche Information oder halbe Information weiter verbreitet. Ja, so ist es nämlich. Weil alle gehen auf die Pornografie-Schiene, aber das ist ja nur ein Teil der Klage. Ein anderer Teil der Klage ist ja die Vertragseinhaltung. Die offensichtlich nicht stattgefunden hat wegen einer windigen Ausrede. Was war denn das für eine Sache? Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur das jetzt mit der, dass er die angeklagt hat wegen ja, Verbreitung kinderpornografischer Bilder oder diesem Bild halt eben, dass er das selber gewesen ist und er ist ja, was ist er jetzt 30 oder was? Keine Ahnung. Ja. Und das war er als Baby, als da war er 3 Wochen alt oder 3 Monate alt irgendwie so. 3 Monate irgendwas ja, war. Ja.
Ja, aber weißt du, diese... Und Mutti und Vati haben da 100 pro für richtig Kohle gekriegt. Kohle gekriegt, ja. Genau $200. Ja, aber ne, sie haben $200 gekriegt. Alles wunderbar, kein Problem. Ja, aber da muss er seine Eltern verklagen und nicht Nirvana. So ist es nämlich. Genau so ist es nämlich. Und jetzt will er nämlich daran, weil ich denke mal, er hat keine Kohle mehr. Und das ist ja so, boah, ich verklage dich mal, 150.000 pro Person. Ja. Und dann noch rausholen, ne? Gut, ja. weil es halt ist, ne? Bandmitglied plus Erben plus Produzenten halt, ne? Ja, genau, richtig. So sieht's nämlich aus. Genau. Und da ist der, ein Teil der Klage ist Verbreitung von Pornografie. Ein Teil der Klage ist Nicht-Einhaltung der Verträge, weil seinen Eltern wurde zugesichert, dass sobald er alt genug ist, die Band treffen darf. Das wurde aber abgelehnt, weil Kurt Cobain gestorben ist. Ja, fadenscheinige Ausrede. Den Rest der Band hätte er trotzdem treffen können. Das stimmt. Und Kurt kann er nicht einklagen, weil tot. Ja, ich meine, das ist halt so. Das ist ja USA, ich meine, die finden da garantiert irgendwie eine Lücke. Dann verklagen wir halt eben den Bestatter. So. Ja. Warum nicht? Und das andere ist, was ich dann auch wiederum nicht verstehe, seine Eltern hätten den Vertrag geschlossen, angeblich ohne zu wissen, dass es ein Plattencover wird und weltweit vermarktet. Na, okay. Nee, ist klar, wenn ein professioneller Fotograf zu mir kommt und ein Bild von mir kauft... Weiß ich nicht, wofür. Ich weiß nicht, also weißt du was? Das ist aber Humbug, was sie da machen. Ich finde es auch absolut... Vor allen Dingen ein Baby, ne? Und dann auf diese kinderpornografische Geschichte, weißt du was? Ja, also, das ist Schwachsinn. Wenn das danach geht, und wenn die sagen, das geht da los, dann darfst du noch nicht mal... Kinder im Badeanzug fotografieren. Nö. Nee. Dann darfst du nicht mehr das tun. Dann könntest wenn, du wenn praktisch... wenn das deine eigenen sind, kann dich da irgendjemand mit rankriegen. Dann kannst du praktisch jeden Arzt verklagen, der entbinden tut, der jedes Mal, wenn du Babys anguckt. Ne? Ja, gut, das ist ein medizinischer Aspekt. Also ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, aber... Also, ich weiß nicht, das ist irgendwo... Also, Nein, aber was mache ich denn dann? Man hat ja schon mal, wenn eine Dame, sage ich jetzt mal, in gewissen Körperstellen etwas fülliger ist, dann siehst du das ja selbst durch die Jeans. Mhm. Muss ich die dann verklagen, wenn ich die in der Fußgängerzone treffe? Ja, eigentlich schon. Das ist der Sexismus in dem Moment. Richtig. Sexuelle Belästigung. Ja, wenn du das genau nimmst, ist das sexuelle Belästigung. Ja. Das ist witzig. Das ist lachsig, ne? Zur Schau stellen in der Öffentlichkeit. Ja, hallo? Richtig. Ja. Wenn man das wirklich genau nimmt, muss sie halt einen Sack anziehen, wenn das ihr Körper so vorgibt. Ist halt so. Ja, nein. Ist so. Wenn ich die Begründung, die da gegeben wird, knallhart nachgehe, ist das so. Ja, ja. Ich sehe das und ich will es nicht sehen. Ja. Punkt. Aber das ist Schwachsinn, was sie da machen. Absolut, das ist Schwachsinn. Absolut, absolut. Ach, warte mal, wir haben doch auch gesagt, hier vorne sollten wir hier hin, ne? Hier sollte ein Häcksler hin. Wollten wir den nicht so versetzt hin? Ja, wir nehmen den anderen hier? Ja, genau, das wollten wir machen, genau. Aber dann hier, direkt vor dem Eingang, wenn man so will. Also hier einen hin, wo ich stehe, da. Und auf der anderen Seite genauso. Dass wir direkt da noch einen vorhaben, weil die laufen direkt vom Fenster längs. Also die machen jedes Mal unsere Spikes hier vorne immer kaputt. Also die laufen immer hier durch. Und wenn hier ein Häcksler ist, dann nimmt er schon ein bisschen was von den Jungs weg. Würde ich sagen. Dass hier nur einer dran ist. Das reicht doch schon. Wir können zur Not auch noch einen an der Wand bauen. Das können wir auch noch machen. Aber weißt du, was ich erst dachte, weil ich da vorher nichts von mitgekriegt habe, wie du das gepostet hattest? Ach so, ja. Da dachte ich erst, du wolltest ein Video hochladen und hast dich gewundert, warum es gesperrt ist. Weil das wiederum hätte ich nachvollziehen können. Das ist klar. Es steht zwar unter dem Punkt Pornografie,
weil sie halt nicht 11 Millionen Kategorien machen wollen. Aber da steht eindeutig drin, nackte Kinder. Genau. Und da hätte ich dann wiederum gesagt, ja, unter den Gesichtspunkten ganz klar, eindeutig. Richtig. Gebe ich dir vollkommen recht. Oh, hier sind noch so viele. Hier haben wir noch 10, 20, 22. Oh, wir haben genug. 22, 30, 31 Stück. Mal gucken, ob wir die alle untergebracht kriegen. Gottes Willen. So, aber erstmal muss ich hier gegen Strom gucken. Gott. Ja. Das Schlimme ist, der Strom muss irgendwie hinten durch, ne? Mhm. Ah, warte mal, ich hab noch nicht. Ja. 6 habe ich von den Dingern. Elektrokabelverschaltungen. Jetzt muss ich intelligent hier Kabel verlegen. Oh Gott. Oh mein Gott. Das klappt immer nur am Anfang. Das klappt nicht mehr, wenn man Hackwerk hinterher macht. Nee, das ist richtig. Ich laufe jedes Mal rein und raus und vergesse die Hälfte. Es liegt am Alter. Ja, ich fürchte. Oder so. Ich fürchte auch fast. Warte mal. Was noch? Ich nehme noch eine Runde Beton mit. Wer weiß, vielleicht kann ich das nur gebrauchen. Ja, man weiß ja nie. Nee, das ist ja nicht das. So. So, Spikes habe ich aber jetzt keine gesetzt weiter. Ich habe sie bloß heile gemacht. Ja, wunderbar. So, da noch einen hin. Waren jetzt überhaupt alle Minen weg? Oder haben wir da auch noch welche? Gehen mal gucken. Nee, da dürfen keine mehr sein. Hier haben sie, glaube ich, sind alle weg. Glaube ich. Gehe ich mal verstärkt von aus. So. Die hattest du eigentlich bloß hier vorne, ne? Ja, an beiden Ecken habe ich die hingepackt. Da ist Saft. Da nicht. Was ist denn hier? Oh. Da ist auch Strümchen. Wenn du hier gerade draußen rumläufst, bevor wieder ein Zombie vorbeikommt, könntest du die Lampen aufheben? Ja, Sekunde. Hier ist auch. Halt! Wer hat hier ein Loch gemacht? Wer ist da drin gefahren? Nicht doch. Wohin? Die haut ab und drückt sich vor der Arbeit. Ja, ich sehe das schon. Die macht sich hier dünne. Ein großes Loch, glaube ich, wo Kohle drin ist. Hm. Sieht jedenfalls dann noch aus. Ich mache hier hinten nochmal die Lampe weg. Aber ich glaube, ich mache da mal was drüber. Sonst sitzen wir doch noch drinne. Das ist ja doof. So. Hopp, warte. Wo war es jetzt da? Muss ich echt mal Luft machen. Halt. Siehst du, da fehlt einer. Findet nicht so. Hier fehlt auch einer. Minch, Minch, Minch. Der Lehm hat meine Schippe kaputt gemacht. Glaub's ja nicht. Das ist echt ein Arschloch, der Lehm. Verklagen sofort. Ja, voll Arschloch-Lehm. Wir sind in Neviscane und nicht in Amiland. Hier lohnt sich das nicht. Hier gibt's nicht so viel. So.
Naja, ein Versuch ist es doch wert. Ich werde das mal alles. Aber es sieht doch schlecht aus. Hey, sind das hier zwei Blöcke? Ja. Sind das hinten auch zwei Blöcke? Das sieht breiter aus. Nö, sind zwei. Mhm. Smirgol, wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. So. Hier liegt ein Moped im Weg rum. Das geht dahin. Das geht. Geht da noch einer? Nach oben. Ja. Wie sieht das aus? Das sieht hier aus. Ist nicht so schön, sagst du. Nee. Nicht so schön. So, mal alles weg mal hier. Geschütze Eingang. Also erstmal alles weg mal hier. Darts mal wegnehmen. Alles mal wegnehmen. Ringfalle. So. Das mal weg. Frage jetzt, wo kommt das Licht denn her? Licht geht daran. Okay, Licht ist schon mal super. Das ist gut. Das geht zum Licht. So, gut. Muss ich mal reinfallen. So, wo ist mein Motorrad? So. Erstmal ein Kabelsalat hier lösen. Lösen. Mach mal den Knoten raus. Ganz genau. So, erstmal also hier wieder ordnungsgemäß. Und ganz ruhig, nur nicht nervös werden. Bloß nicht. Was? Was mich gewöhnt. Von denen weg. Das geht nach draußen. Haben die wohin? Wo geht der denn hin? So. Ach, das geht raus. Und hier geht's nach unten. So. Eine Zeitschaltuhr. Warum ist denn eine Zeitschaltuhr drin? Weiß kein Mensch. Würde ich mal den Elektriker fragen. Ja, das ist gut. Mach ich mal. Elektriker, warum ist da eine Zeitschaltuhr drin? Tja, wenn der das wüsste, dann würde ich das sagen. Ach, ja, wie schön ist denn das? So, in der Abwurfkiste ist das meiste Futter. Also Essen. Okay. Büchsen, die kann ich dann zum Essen machen nehmen. Zack, siehst du, Zova, deine Dosen sind wieder weg. Okay. Nee, seine Dosen nehme ich ihm nicht weg. Ach, du meinst die gefüllten Dosen? Die gefüllten, ja. Okay. Gottes Willen. Oh, kannst ja sogar mit Motorrad durch Wasser fahren. Warum habe ich hier einen Garagentor in der Tasche rumliegen? Das habe ich mitgenommen, ich Idiot. Kein Wunder, das geht nicht mehr zu. Ah. Was willst du denn? Na gut, komm her. Könnte sein, dass die eine Mine, die relativ nah an unserer Basis ist, jetzt durch den Graben einen Seiteneingang bekommen hat. Auch das noch. Wie drehe ich die noch? Ah, nein. Nochmal. So rum. So. Strom.
Strömchen, Strömchen. Okay. So. Nein, das hat sie rausgemacht. Heute ist nicht mein Tag. Und dann lassen wir ihn an Strom. Ja. Das kann ja nicht gut werden, oder? Bis am Lurken. Jungenkeit suchten. Ja, dann mal los, ne? Viel Erfolg. Viel Erfolg. So. Nicht denn hier eigentlich? Hier waren wir schon mal, oder? Ja. Nein, jetzt mache ich mal alles hier auseinander. So. Das weg. Das weg, weiß ich nicht. Bist schon 12 Stunden am Suchten, Alter, Freund. Das ist ja eine ganze Menge, wa? Ja, würde ich auch sagen. Alter, wo ist denn jetzt? Das ist. So. So viel Zeit hätte ich auch mal gerne, wenn ich um 20 Uhr sagen könnte, ich bin schon 12 Stunden am Suchten. wo läuft der denn hin? Der läuft. Dahin. So, jetzt haben wir das schon mal alles abgeklemmt. Ja, da musst du sehen, dass einer für dich arbeiten tut. Ja, du hast das Problem erkannt. Ja. So. Das ist Strom. Geschütztürme. Zup und dann. Soll das da anklemmen? Das ist Strom. Was ist denn hier dran? Nichts. Was ist denn da dran? 25 Watt. Gott. Ist ja gar nichts. Das kannst du das immer abnehmen. So. Das ist Licht. An den Licht mal die Tür mit dran. Ach, scheiße. Hier für eine so. Mine. Den ran. Den muss ich natürlich nach oben bringen, ne? Du warst andersrum? Du hast ja Urlaub. Noch besser. Urlaub ist ja noch besser. Oh, Mensch, doch. Urlaub wäre jetzt eine geile Nummer. Mhm. Hätte ich ja Bock zu. Ja. Wäre ich auch mit. So. Daran. 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 Und dann nach oben. Ich glaube, wir haben Besuch da draußen. Ich habe es gerade gehört. Irgendwas ist da draußen. Daran. Daran. Denn daran. Ja, Mensch, super. Sesam, öffne dich. Und funktioniert? Hoffentlich. Sollte eigentlich auch von draußen gehen. Ja, sollte auch von draußen gehen. So. Das funktioniert schon mal. Großartig. Ja, schon mal etwas. So, Darts, wo sind die jetzt? Licht außen, Geschütz, Eingang. Was habe ich jetzt hier? Licht innen, Licht außen. Das ist aber auch eine Aufteilung. Licht aus und Geschütz, Eingang. Okay, wir sehen nichts, aber ballern trotzdem. Geschützter Eingang. Das ist hier unser Eingangs. Die ganzen Shotguns wieder stehen. Ja. 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 Ja, nee. Jo. Oder doch? Oder vielleicht, eventuell. Warte mal, was weiß nicht. Was läuft denn da jetzt gerade hier? Also, was ist das Ding denn angehabt? Hier ist ja 555. Genau. Genau.
Den will ich denn gerne. Das ist ein Verteiler. Licht innen. Licht außen. Jetzt nehme ich mal weg. Hm. Ups, den nehme ich auch mal weg. Ups, und den nehme ich hier draußen mal weg. Das brauchen wir nicht. Schier. Einmal Ordnung haben. So, was hat der Tresor drin? Geld! Viel Geld! Aha. Das ist Strom. So, da soll ich nicht beigehen. Also Licht. Das ist Licht, kein Strom. Ja, Strom ist das schon, aber kein Licht. Ist egal. Halten wir einfach fest, du gehst da nicht dran. Genau. Wer macht denn jetzt Strom? Du hast doch selber gesagt, du solltest da nicht dran gehen. Nee, ich gehe da auch nicht ran. Wer macht denn jetzt Strom? Ja, ich nicht. Wenn mal der fragt. Ich bin am Pickeln. Du bist am Pickeln? Ja. Strom ist was zum Durchdrehen. Ich sag dann noch, ach nee. Sag sowas nicht. Doch. So, das habe ich. Jetzt heißt es, Geschütztürme anbauen. Die brauchen ja auch nochmal Saft. Heißt das, wir haben gerade aktuell keine Verteidigung? Nö, im Moment nicht. Okay. Wozu brauchen wir die denn? Ja, wollte gerade sagen, warum eigentlich? Das ist doch voll, ne? Überflüssig. Ja, gut, ich finde die Information aber schon relativ interessant. Aber hier ist doch was. Suchen wir von da nochmal ein Strömkäbelchen. Dahin und dahin. So, haben wir da Saft. Zack. Geschützeingang. So. Schwupps. Der sagt mir jetzt von da. Wenn wir versuchen, das alles hier hinzubauen. Wenn es klappt. Geschützeingang. Wie weit komme ich mit dem Kabel? Nichts Interessantes hier drin. Komme ich da hin? Bestimmt, ne? Bisschen strecken das Kabel, dann passt das schon. Nicht? Zieh! Heftig ziehen! Genau. Zur Not ein bisschen warm machen. Zur Not auch das. So, das ist verkabelt. Aber du weißt, bisschen warm machen, ne? Schmelzen ist schon zu weit. Ist schon. Oh, verdammt. Schon zu spät. Hat sich schon erledigt. Das ist die neue moderne Gummileitung. Die gibt nach, ne? Die gibt nach. So, jetzt müsste der ganze Ranz hier funktionieren. Warte mal. So. Klingelfallen, eigentlich Schütze da. Aber die müssten funktionieren. Wir nicht. Ja, sieht gut aus. Oh, funktionieren auch. Alles klar. War zu hören. Ja. Wieso habt ihr es gehört? Nein! Nee, ja. Wenn direkt neben uns eine Schrotze losgeht, kriegen wir nicht mit. Aha, großartig. So. Wie seid ihr zu Hause?
Ach, schon 21 Uhr hast du nicht gesehen. Warum sagt denn das keiner zu mir? Wer gräbt den Graben gerade? Wer gräbt den Graben? Weiß ich nicht. Wer gräbt denn den Graben? Ich. Ach, der Grabengräber. Und wo ist der Graben? Ist der vielleicht bei uns zu Hause oder ist er irgendwo anders? Höchstwahrscheinlich. So, pass mal auf. Das ist fertig. Warte, jetzt muss ich das noch nach oben kriegen. 3. Ich hoffe nur, dass ich gleich noch in die Hütte komme. 4. Wupp, das ist dran. So. Sollte vielleicht auch nach Hause kommen? Dass ein Kabel vielleicht ein bisschen durch die Gegend hier läuft, das ist ja normal. Das gehört so, ne? Okay. So, los nach Hause. So, alles verdrahtet. Hast du hier Arbeitssicherheit, ne? Weiß ja. Wichtiges Thema. Ich arbeite nur mit Gummihandschuhen. Hast du Warnschilder aufgestellt? Stimmt, das ist überhaupt eine Maßnahme. Wo ist der Pinsel? Ach, scheiße. Ups. Da war doch was. Da war etwas, was man nicht ansprechen sollte. Hier, sag mal, wer ist hier vorne? Stumpfine, komm mal hier rein, musst mal gucken. Das ist ja kurios. Wieso? Wenn du gerade durchguckst, ne? Da über der Kiste. Als wenn da ein Pfeil drüber ist, der Schatten. Ja. Ne? Sieht aus wie ein Pfeil, der auf der Kiste zeigt. Genau. Cool. Sag mal, Zova. Ja? Kann es sein, dass du vielleicht eine Lampe vergessen hast abzubauen? Warum? Wieso? Wo ist nur eine? Hier steht eine direkt vor meiner Nase. Ich bin da. Weil ich weiß nicht, ob ich irgendwas mit deinen Stromnetzen kaputt mache, wenn ich das mache. Wieso kann ich die nicht? Kann ich nicht abbauen, warum nicht? Ist sie kaputt? Ach, scheiße. Ja, klar. So. Ach ja, da war ja was. Immer noch nicht. Ich kann sie nicht. Soll ich mal mit meinem Reparaturtool versuchen? Ich kann die nur ein- und ausschalten und... Ja, weißt du was? Ja, so, fertig. Was mich aber bei der ganzen Sache wundert, ne? Mhm. Dass der wunderschöne Holzzaun hier noch steht. Das wundert mich echt. Jetzt kann ich dir ganz genau sagen, die sind alle drumrum gelaufen, weil das einfach nur eine Wegverlängerung war für die. Mehr nicht. Aber die fanden ihn toll, deswegen haben sie ihn nicht komplett zerstört. Ich würde mal behaupten, der Schaden, der da dran ist, ist von uns. Von den Schüssen. Mal sehen. Okay, ist nicht mehr viel nach. 27 ist das Schlimmste. Oder? Der ist noch komplett heile. 92, 27, 94, alles gut. Na gut. Warum ist das Garagentor kaputt? Hat da einer gegengehauen? Wer war das? Von 14.000 ist nur noch 13.999. Also da ist ein Schaden drauf. Wer war es? Ich glaub, traut sich keiner zu sagen. Ich würde mal behaupten, da ich die ganze Zeit mit der Schippe rumgelaufen bin, da würde ich mehr Schaden mitmachen als einen. Aber nur eine Vermutung. Ich habe noch nie versucht, das Garagentor zu schippen. Ja, das kann sein. Ich könnte es mal versuchen. Mal gucken, was bei rauskommt. Wie viel Schaden mache ich dann? Guck mal auf, das ist für die Darts. Ja, damit mache ich 46. Ich weiß nicht. Da die Darts hinsetzen. Schwupps. So, ist mir Strom da. Darts. Darts ist doch... So. Ja, da muss ich doch unten dran. Was verbrauchst du für die Schnetzler? Brauchst du da Eisen oder Stahl? Ich meine Eisen. Müsste ich gleich mal gucken. Weil dann würde ich das, was du da verbrauchst, nämlich anschmeißen zum Wiederauffüllen des Bestandes. Ach so. Das.
Das ist auch schon wieder geregelt. Die Dart hatten auch Power. Ja. Glaube ich. Ne? Hi. Jo, funktioniert. Geht mal aus jetzt. Hallo. Hey, stopp, stopp. Stopp! So, Darts funktionieren auch. So. Sagen wir mal so, läuft bei dir, ne? Das läuft gerade alles. Und wie? Also das Licht haben wir auf jeden Fall in der Bude. Das ist schon mal die Hauptsache. Und die Folge schon wieder so durch. Ach du Schande, da sagen wir doch glatt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Und wir sehen uns in der, ja, morgen wieder, ne? Ja, genau. Morgen in aller Frische. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Bye, bye.